Servus und hallo, ich begrüße euch. Es ist mal wieder was Neues in Item Shop drin hat und das wollte ich euch sagen, let's go, Freunde. Und wie wir da schon sehen können, ist Blanka und Sakura drin, die Street Fighter Charaktere, und die werden wir uns jetzt mal anschauen. Ich habe gestern bei den Cup mitgemacht, habe diesen Ladebildschirm gewonnen, aber man kriegt keinen Rabatt. Das Ganze kostet 2200 V-Bucks. Dabei ist die Sakura das Rückenaccessoire, dann Blanka, dann dieses Rückenaccessoire, das ist reaktiv, das ist so cool, das werden wir uns noch anschauen in der Runde. Dann diesen Emote von Sakura und von Blanka, diesen Emote von Street Fighter und eben diesen Ladebildschirm, den habe ich gratis gekriegt, weil ich an diesem Cup teilgenommen habe. Und dann haben wir noch die Pickaxe dazu, dann diese Pickaxe mit den Früchten von Blanka eben und dann diesen Gleiter. Das Ganze werden wir uns jetzt mal kaufen. Kommen wir auch einzeln kaufen, wie gesagt, es kostet nur 800, Tropfspieß 800, Kampfturnier, Trophäe 800, Blanka Alua 800 und Sakura Anime 800. Wir werden uns jetzt das ganze Kaffee im Paket drin hat. Dann rüsten wir die Glamme aus. Wir werden uns das weitere noch dieses Paket holen. Wir werden dann auch gleich das ausrüsten. Und dann sehen wir uns gleich da unten. Let's go, Freunde. So, Freunde, wir sind auf meiner eigenen Map. Abonnieren und Glocke aktivieren war nett. Das hat mich sehr supporten. Wir sind kurz vor die 1000 Abonnenten, dass wir den Creator Code erreichen. Ich habe jetzt den Skin Sakura ausgerüstet mit diesem Gleiter. Man hört, das ist wie so ein japanischer Segler, eben dem, wo man da irgendwie beim Hochlassen wird. So ist die Maschinenpistole, die Tech, die Scar und die Pistol. Wir haben jetzt diese Trophäe da eben ausgerüstet, werden uns das Ganze mal anhören. Hört sich ganz nice an. Bei Stein hört sich so an. Sehr aufregend. Und dann hören wir es uns bei Metall nochmal an. Ein Contrail hat es einen ganz leichten, so schaut der Skin eben in Graus aus. Den gibt es in zwei wählbare Stile. Den zweiten wählbaren Stil werde ich euch gleich sagen. Wenn wir in die Runden gängen, so schaut es aus, wenn es glättert. Hinten haben wir diesen Automaten, der auch wunderschön ist, mit diesen kleinen Sachen eben drin. Dann gehen wir in die Runden. Let's go, Freunde. So, Freunde, wir haben den Skin ausgerüstet. Sakura hat zwei wählbare Stile, hat dieses Backblink eben, was wir ausgerüstet haben. Dann hat es noch integriertes Emote, das werden wir uns natürlich auch anschauen. Dann haben wir ausgerüstet diesen Gleiter eben und diese Pickaxe. Sehr nice Skin ist es eben, der ist zum 35. Jubiläum von Street Fighter ausgekommen. Street Fighter, richtig geiles Game auch. Das ist ein cooler Charakter auch. Ich feiere der sowas, wenn so Gaming-Legenden eben da rauskommen. Wir werden uns dann gleich den Skin dann nochmal genauer anschauen. Wie gesagt, er hat ja diese zwei wählbaren Stile eben, das war richtig cooles. Und man kann einen einzelnen kaufen. Wir werden uns gleich mal dieses Emote eben, das ist so ein Dance, den finde ich jetzt nicht schlecht. So Street Fighter Arcade Musik. Richtig nice. Kommen aber nur mit diesem Skin eben hernehmen. Ist ein bisschen short, aber trotzdem nice, dass sowas gibt. Deswegen kostet der ganze Jahr 1600, wenn man einzeln kauft, weil man ja zwei wählbare Stile hat, das Backblink und das Emote. Und dem Jahr kostet es eben 1600 V-Bucks. Jeder völlig in Ordnung für den Skin. Mir gefällt sowas. Wie gesagt, diese Gaming-Legenden haben mir schon immer gut gefallen. Hinten ist dieser Automat, der ist auch richtig cool. Das sind eben so kleine Figürlein drin, sag ich mal. Wir werden uns jetzt einfach mal den Skinner so anschauen von vorn. So schaut das Ganze von vorn aus. Mir gefällt er richtig gut. Also ich finde nice. Wie gesagt, ich finde beide Stile irgendwie cool. Weil mir der jetzt ein bisschen besser gefällt. So, Freunde, das war der Skin Sakura. Gefällt mir richtig gut. Richtig nice. Wie gesagt, warum dass ich mir den Skin gekauft habe, weil es eben ein Gaming-Legenden-Skin ist. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, checkt und die anderen Reviews aus. Euch ergibt mit sie. Ciao, danke, Servus für dich.